Dieses Video wird Ihnen präsentiert vom Ford Store Rahnbrock, Iburger Straße in Osnabrück, Nordwestdeutschlands größte Ford-Ausstellung. Ja, Lukas, zwei freie Tage hattet ihr während der Weihnachtszeit, nach Heiligabend. Ihr habt ja vor Heiligabend noch gespielt, dann hattet ihr, glaube ich, ersten, zweiten Weihnachtstag frei. Dann ging es ja schon relativ schnell wieder in die Vorbereitung. Wie hast du trotzdem die Zeit zwischen den Feiertagen genutzt? Ja, ich habe meine Familie wieder gesehen, ja, haben uns ganz entspannte Tage gemacht und hat, glaube ich, jedem nochmal gut getan. Wir haben jetzt ein enges Programm bis Mai und ich glaube, die drei Tage, die waren schon nochmal gut für jeden Einzelnen. Kommen dir die hohe Anzahl an Spielen gerade eigentlich zugute oder wie nimmst du das wahr? Also ich meine, ihr habt kaum Pausen, ihr habt eine hohe Schlagzahl an Spielen, vor den Weihnachtstagen dann ja auch zwei oder sogar drei englische Wochen mit dem DFB-Pokal. Wie nimmst du das wahr? Ja, ich denke, das ist, im Endeffekt ist es für jede Mannschaft gleich. Natürlich ist es eine hohe Belastung, aber ich denke, wir haben schon auch einen großen Kader, wo auch jeder Einsatzzeit bekommt, wo man das auch ganz gut aufteilen kann. Ja, und deshalb sehe ich das Ganze jetzt gar nicht so negativ, dass wir so viele Spiele auf einmal haben. Und wir nehmen das an und versuchen, das Beste draus zu machen. Ich sag mal, der Konkurrenzkampf auf der Innenverteidigerposition ist in dieser Saison gestiegen im Vergleich zur letzten Saison. Du hast letzte Saison eigentlich zum Stammpersonal gehört. Du hast verletzt gefehlt zwar zwischendurch, aber was dann doch, hast die meisten Spiele auch in der Startelf bestritten. Das ist aktuell ja nicht der Fall. Du hast trotzdem 12 von möglichen 14 Spielen wurdest du eingesetzt, aber 6-mal auch eingewechselt. Wie gehst du damit um? Ja, ist natürlich erstmal eine andere Situation als letztes Jahr, wo ich, wie du gesagt hast, da immer meistens gespielt habe, wenn ich fit war. Und ja, ich nehme es an. Der Trainer hat die Entscheidung oft so getroffen, dass ich dann nicht von Anfang an gespielt habe. Aber trotzdem bin ich jetzt nicht unzufrieden, auch mit meinen Einsatzzahlen. Ich glaube, ich habe auch trotzdem einige Spiele von Anfang an gemacht. Und ja, ich akzeptiere das und arbeite im Training weiter und hoffe, dass ich dann demnächst dann auch öfter von Anfang an spielen darf. Du bist ja mit 25 Jahren eigentlich auch der jüngste Innenverteidiger jetzt hier beim VfL. Hast trotzdem hinter Timo Beermann die meisten Zweitligaspiele, also mit die meiste Erfahrung in der aktuellen Liga. Was nimmst du trotzdem noch von älteren Spielern mit, wie jetzt einem Maurice Trapp oder einem Adam Susac oder auch vielleicht einem Timo Beermann? Ja, ich glaube, spielt das Alter erstmal keine Rolle. Man kann sich, glaube ich, von jedem was abschauen, egal ob er jung ist oder ein bisschen älter, weil bestimmte Bewegungen oder wie sich andere in manchen Situationen verhalten, das kann man immer ein bisschen mitnehmen. Und deshalb, glaube ich, kann man sich von jedem was rausziehen und das, was man gut findet, kann man dann auch versuchen, selbst umzusetzen. Was hast du denn für diese Saison dir so vorgenommen, also wo du dich noch verbessern willst oder wo du vielleicht auch abgeklärter oder wie auch immer noch ein bisschen an Qualität gewinnen willst? Mir geht es grundsätzlich erstmal darum, dass ich stabil bin, dass ich meine Leistungen bringe, wenn ich spiele. Und ich glaube schon, dass ich ein ziemlich zuverlässiger Spieler bin, der schon ganz ordentlich spielt, wenn er die Chance bekommt. Und ich glaube, das will ich einfach weiterhin so halten wie letztes Jahr, dass ich dann, wenn ich zum Einsatz komme, auch voll da bin. Der Trainer hat dich diese Saison jetzt ja auch schon mehrfach auf der 6 eingesetzt. Letzte Saison hast du beim VfL komplett in der Innenverteidigung gespielt. Du hast aber auch in Fürth schon auf der 6 gespielt. Vorab, wo siehst du dich denn eigentlich lieber? Ich sehe mich schon als Innenverteidiger, muss ich schon sagen. Aber ja, wie man gesehen hat, ich kann es auf der 6 auch ganz ordentlich spielen. Aber ich denke schon, dass die beste Position für mich die in der Innenverteidigung ist. Aber wenn ich natürlich auf der 6 gebraucht werde oder wenn ein Trainer mich eher auf der 6 sieht, dann nehme ich das natürlich an und versuche es so gut wie möglich zu machen. Von Problemen auf der 6 könnt ihr aktuell nicht sprechen. Wieso hat Trainer Grote dich da gesehen und was hat er dir da mitgegeben, warum du da der Mannschaft helfen kannst? Ja, grundsätzlich liegt es ja immer erstmal daran, wie man das Spiel auslegt. Ob ich jetzt einen Sechser haben will, der vor der Kette bleibt, oder ob ich jetzt wie in Kiel mit zwei Sechsern spielen, die auch offensiv Akzente setzen sollen. Damals war es halt so, dass Uli war, glaube ich, verletzt damals und hat halt jemand gefehlt. Vielleicht auch ein bisschen wegen der Körpergröße. Es gibt ja immer wieder Mannschaften, die eher mal lange Bälle spielen. Das war jetzt in Kiel ja absolut nicht der Fall. Das war eine Mannschaft, die sehr viel Fußball gespielt hat. Und ja, für manche Mannschaften braucht man halt einfach mal einen großen vor der Abwehr. Und da war ich, glaube ich, ganz gut dafür ausgelegt. Okay. Dein Vertrag läuft im Sommer aus. Wenn du jetzt mal so die letzten zwei Jahre beim VfL Revue passieren lässt, dann war es ja auf jeden Fall eine erfolgreiche oder eine gute Station. Aktuell steht ihr auch gut da. Haben schon Gespräche stattgefunden, beziehungsweise ist der VfL ein Ansprechpartner über dich, für dich über die laufende Saison hinaus?
Ja, erstmal würde ich sagen, die 2 Jahre waren doch erfolgreich, auch für mich persönlich. Ich glaube, mein Ziel war auch, dass ich wieder regelmäßig zu Einsätzen komme. Das war ja in Fürth die letzten 2-3 Monate nicht mehr der Fall. Und das habe ich auch erreicht. Ich glaube, wir haben mannschaftlich ein super Jahr letztes Jahr gespielt, sind jetzt auf einem guten Weg. Und ja, für mich persönlich bleibt der VfL natürlich ein Ansprechpartner. Und bisher haben noch keine Gespräche stattgefunden, aber ich denke, dass es in den nächsten Wochen, Monaten dann auch noch der Fall sein wird. Und dann wird man sehen, in welche Richtung es geht. Welche Parameter spielen denn für dich da eine Rolle? Ich sage jetzt mal außer der sportlichen Perspektive, vor allen Dingen jetzt auch mit Blick auf Umfeld, Entwicklungspotenzial, aber auch Trainingsplätze. Wie wichtig ist das für dich? Ja, grundsätzlich, ich sage mal, es ist nicht das wichtigste Kriterium, das dann eine Rolle spielt. Für mich spielt hauptsächlich eine Rolle, dass ich eine realistische Einsatzchance sehe, auch dann über die Saison hinaus. Und ja, alles Weitere, was das Umfeld betrifft, ich glaube, da sind unsere Verantwortlichen schon dabei, um das bestmöglich zu machen für die Mannschaft auch. Und ich glaube, da wird auch in Zukunft was weitergehen. Und wie schnell, das spielt für mich jetzt erstmal keine Rolle. Aber du fühlst dich generell als jemand aus dem Süden, fühlst du dich hier ganz, ganz wohl? Ja, auf jeden Fall. Alles klar. Lukas, vielen Dank.